den Richtungweiser. Richtung? Ja. Moritz! Geil, Mann. Hört dir kein Mensch zu. Hey, Mädels! Hey! Moritz! Mädels! Hey! Hört auf, zieht euch bitte was an! Moritz, komm! Moritz! Zieht euch bitte an! Hallo! Ich bin der Vater! Ich wohne hier! Moritz, komm, sagt ihr, sollt ihr anziehen! Aber wie gesagt, ey! Anziehen! Zieht euch bitte was über! Was ist los hier jetzt ins Feierabend oder was? Nein, eigentlich nicht! Ey, Scoop, pass auf, wir machen das so mit dir! Sag doch bitte was! Komm! Nein, ihr geht nicht ins Zimmer! Trick dich doch nicht auf! Ihr habt 10 Minuten Zeit, euch anzuziehen! Bitte, komm! 10 Minuten! Nimm dir einen Lappen und mach sauber! Mensch, das geht doch! Du brauchst überhaupt nicht machen. Das ist unser Zuhause. Ja, das ist doch mein Zuhause. Dein Zuhause ist dein Zimmer. Mensch, Kinder, hör auf jetzt. Es tut mir voll leid, das ist voll krank. Es tut mir voll raus. Geht bitte raus, kommt. Hey, Sandy, rufst du mich an? Komm, ist gut, mach sauber. Tschüss, schönen Tag. Ich mach das schon. Moritz macht sauber. Hör auf, unsauber. Ist dir völlig egal, was der hier macht. Das ist unser Zuhause und der macht ja alles kaputt. Ist doch nichts passiert. Ich wollte nur ein bisschen Spaß haben. Hier ist nichts passiert. Siehst du das? Olaf, komm. Hey, ich wohne auch hier. Hast du das schon vergessen? Geht's dir noch gut? Alter, du bist wahrscheinlich dement oder so. Bin ich der Einzige, dem das auffällt, dass er sich scheiße benimmt? Hey, du bist doch nur neidisch. Kannst du nicht der Buhmann? Bin ich der Buhmann? Wirklich? Bin ich jetzt der Buhmann? Nein, aber ich schreie doch nicht. Dann kann ich ja auch gehen. Ja, tschüss. Lass mich in Ruhe. Ich mach das schon. Unser Sohn zieht eine kackdreiste Nummer ab mit zwei Girls und meine Frau packt ihn noch in Watte. Kein Wunder, dass sie so aufhört. Sie behandelt ihn wie ein Kleinkind, verhätschelt ihn und der ist fast 27, hat in seinem Leben noch nicht gearbeitet. Mir reicht's langsam. Auch eine Stunde später genießt der 26-jährige Moritz die Vorzüge vom Hotel Mama. Doch der nächste Streit mit Vater Olaf ist bereits vorprogrammiert. Mama, ganz ehrlich, meinst du nicht, dass du dich hättest noch ein bisschen mehr für mich einsetzen können? Ich meine, ey, vielleicht verstehst du das ja nicht, aber man hat mal zwei nackte Mädels bei sich zu Hause. Ja, tut mir leid. Ich habe auch echt ein ganz schlechtes Und ich habe noch nicht mal ihre Telefonnummer. Mira, wieso entschuldigst du dich bei ihm? Was soll das? Der zieht eine kackdreiste Nummer ab mit zwei Mädels, macht unser halbes Wohnzimmer kaputt und du entschuldigst dich bei ihm? Also, wenn er weiter so macht, soll er ausziehen. Ich habe die Nase langsam voll. Ja, aber der Junge hat doch keinen Job. Dann soll er arbeiten gehen. Er soll sich einen Job suchen, eine Wohnung finanzieren und sein eigenes Leben leben. Was hältst du denn davon? Weißt du, wie das da draußen ist? Hast du überhaupt eine Ahnung? Ja, das stimmt. Das ist heutzutage nicht so einfach, einen Job zu finden. Andere verdienen auch Geld, andere kriegen auch Jobs. Nur unser Herr Sohn kriegt keinen. Ja, klar, ich stelle mich dafür die 3,50 Euro, die du da auf dem Bau verdienst, stelle ich mich dann auch dahin und schlepp irgendwelche Steine. Ich arbeite, ich mache Überstunden. Ich finanziere das Ganze hier. Boah, der geht mir so auf den Sack mit seinem Gelaber. Ja, ich meine, der macht hier eine Riesenwelle, soll einfach mal den Ball flach halten. Mama sorgt doch gerne für mich. Und im Endeffekt hält Mama sowieso immer zu mir. Ja, solange der Junge keinen Job hat, kann er sich einen suchen. Ja, wenn er dann einen gefunden hat, außerdem dann gucken wir mal. In seinem Alter habe ich die Woche 50 Stunden gearbeitet, um uns durchzubringen, um das alles zu schaffen. Ja, in dem Alter war das Rad noch nicht mehr erfunden, als du das hast. Komm doch nicht mit solchen blöden Sprüchen, Menschenskinder. Weißt du, wenn du so intelligent bist, ist ja wohl die Jobsuche das Leichteste, oder? Wenn ich auf der Tasche liege, dann esse ich halt nichts mehr. Ist doch kein Problem, ich trinke auch nichts mehr, ich bin eh schon voll abgemagert. Ist doch okay. Jetzt mach doch dem Jungen nicht so kein Druck Problem. Hier. Was stellst du dich wieder hinter ihm? Du fällst mir wieder in den Rücken. Stress hier. Sag mal, wir haben doch genug Platz hier in der Wohnung. Raffst du die Situation, seine Mitleids? Du fällst jedes Mal darauf rein. Jedes Mal stellst du auf seine Seite und ich bin der Buhmann. Dass Moritz mit fast 27 noch zu Hause wohnt, scheint die Mutter nicht weiter zu stören. Was darauf schließen lässt, dass sie sich vielleicht gar nicht so sehr darum kümmert, dass ihr Sohn längst selbstständig und unabhängig sein Leben leben sollte, während der Vater hier richtig reagiert und sagt, hey Junge, mach, dass du rauskommst, werd endlich erwachsen. Weißt du was? Denk mal über das Ganze nach. Denk mal echt nach. Das ist doch nicht mehr fair. Mann, oh Mann, oh Mann. Am Abend. Bauarbeiter Olaf will sich mit Ehefrau Nina versöhnen. Doch der Frieden hält nicht lange an. Hallo. Was ist denn mit dir los? Warum so stürmisch? Wir müssen Zeit für uns verbringen. Moritz ist nicht da. Wir haben mal ein paar Minuten für uns. Hast du recht. Also recht. Raus aus den Klamotten. Genau, raus aus den Klamotten.
Moritz, bitte raus. Moritz, kannst du nicht klopfen? Ja, natürlich. Moritz, ja, raus. Mach dir was. Kannst du mir noch ein bisschen was von der Suppe noch machen? Komm, hast du keinen Anstand? Moritz, ja, deine Mama macht dir gleich was. Später. Bitte schnell, okay. Ich hab gleich was nochmal. Nein, du bleibst bitte bei mir. Moritz, bitte. Du bleibst bitte bei mir. Es hat Zeit, der wird nicht gleich umfallen vor Hunger. Komm. Ja, aber nicht, dass der Junge morgen einen Kater hat, weil er jetzt nichts zu essen bekommt. Boah, meinst du nicht, es wird Zeit, dass er endlich mal flügge wird und uns verlässt? Ja, aber wie? Der hat doch keinen Job. Dann muss er sich halt einen suchen. Ja, das ist aber nicht so einfach, ne? Weißt du, der liegt uns lang genug auf der Tasche. Es wird Zeit, dass er das behütete Nest endlich verlässt, ehrlich. Ach nee, komm, da habe ich jetzt echt ein schlechtes Gewissen, wenn du so redest. Wir haben kaum noch Zeit für uns. Guck mal, wir kommen zu nichts. Und wenn wir mal anfangen, dann steht er vor der Tür. Ist doch nicht schön, oder? Ja, gut, vielleicht bitte denk drüber nach. Na gut, ich rede mit ihm, ja? Aber lass mich das bitte machen. Wenn du mit ihm redest, gibt's immer Ärger, Olaf. Na gut, ich meine, ja, sehe ich ein, okay. Ja, ich kläre das. Aber versprich mir, dass du es schnell wie möglich hinter dich bringst. Ehrlich. Okay. Ich möchte nicht noch länger warten. Okay. Versprochen? Ja, ich rede mit ihm. Versprochen? Morgen. Okay. Morgen, okay? Okay. Na dann, komm mal her. Der nächste Morgen. Bauarbeiter Olaf glaubt endlich, das Problem mit Nesthocker Moritz im Griff zu haben. Hey, was flöhst du? Was ist mit dir? Ja, gute Laune. Wie gute Laune? Ich hatte eine geile Nacht zu Hause. Warum? Wie die geile Nacht? Was hast du gemacht? Ich hab mit Nina mal wieder so ein kleines Techtelmächtel. Ah, oh. Es hat wieder mal funktioniert. Ja, ich kann dir sagen, warum. Was ist passiert? Ich habe mit Nina ein langes Gespräch geführt. Ja. Wir haben uns über unseren Sohn unterhalten. Und Nina hat sich endlich darauf eingelassen, mich zu unterstützen und ihn rauszuschmeißen. Gott sei Dank. Wir wollen, dass er geht. Haushotel Mama, Gott sei Dank. Ja, endlich. Ja, da wurde mal Zeit. Ja, weißt du, die letzte Zeit war schlimm. Also, ich wusste manchmal nicht, wo mir der Kopf steht. Na, glaube ich. Nina, Übermutter, manchmal steht sie hinter mir, manchmal nicht. Aber im Endeffekt ist sie immer wieder auf das Getue von ihm reingefallen. Zur gleichen Zeit. Sohn Moritz nutzt die Fürsorge seiner Mutter weiterhin schamlos aus. Also Fieber hast du keins. Aber vielleicht sollten wir trotzdem mal zum Arzt gehen, oder? Ach nee, ich will nicht zum Arzt. Was soll ich beim Arzt? Wie geht's dir denn? Ist ganz heiß. Nicht so gut. Ich habe auch echt Panik gerade. Warum denn? Ja, was Papa alles gerade gesagt hat. Ja, aber dass er mich rausschmeißen will und so. Was ist los? Geh gleich wieder. Hast du Bauchschmerzen? Ja, Moritz geht's richtig schlecht. Der manipuliert seine Mutter ohne Grenzen und die merkt gar nichts. Der fühlt sich richtig wohl im Hotel Mama. Und ich glaube nicht, dass der Fieber hat oder Bauchschmerzen, sondern einfach nur Angst, dass sein Vater ihn vielleicht doch vor die Tür setzt. Ich habe noch eine Suppe, die mache ich dir jetzt mal warm. Das tut dir bestimmt gut. Ja. Du siehst nämlich echt schlecht aus. Ja, so fühle ich mich auch. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, Moritz zu sagen, dass er ausziehen soll. Ich sehe doch jetzt wieder, dass er ohne mich gar nicht klarkommt. Nina hat es dann geschnallt. Endlich. Sie hat es endlich geschnallt. Gott sei Dank. Das ist so nicht weiter. Ja, da wurde doch mal Zeit. Wie viele Jahre soll das gehen? Geil, ehrlich. Ja, super. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit für uns. Und ich denke, das wird Nina auch gut tun. Aber ein Tipp von mir. Ja. Romantisches Essen heute Abend, rufst du an, hier mit der Essen. Mach es wieder gut. Und sei froh, dass der raus ist. Ey, wundervoll. Nein, das werde ich gleich machen. Ich werde sie anrufen. Schönes, unser Lieblingsrestaurant. Runder Tisch, Kerze, Beste. Rotwein. Ja, dann läuft und dann das. Fangen wir an, unser Leben wieder zu leben. Läuft das Ding. Wollen wir Pause machen? Machen wir Pause. Alles klar, was. Gut. Ja. Ich bin so happy, mir geht's richtig gut. Mir war gar nicht klar, wie sehr mich die Sache mit Moritz belastet. Aber endlich hat es Nina geschnallt, dass ich was ändern muss. War auch höchste Eisenbahn. Zwei Stunden später. Moritz spielt seiner Mutter immer noch etwas vor. Ich wollte eigentlich mit Papa heute Abend essen gehen, aber ich glaube, ich bleib bei dir. Ich lass dich nicht allein. Quatsch, nein. Geht dir ruhig. Also, ich wollte mich eh gleich schlafen legen und ich denke, wenn ich geschlafen habe, ein paar Stunden geht's mir auch wieder besser. Also geht ihr ruhig, ist gar kein Problem. Echt. Sicher? Ja, ich brauche eh ein bisschen Ruhe jetzt und ein bisschen für mich, ja. Na gut, okay. Aber ich mache dir wenigstens die Suppe jetzt ja, mal, ja? Okay. Danke, Mama.
Ja, hi, ich bin's. Ey, pass auf. Wir sind heute Abend. Wir haben Sturm frei. Ja, sag den anderen Bescheid. Ja, ja, okay. Kommt einfach vorbei, okay? Ich bin da. Alles klar, bis nachher. Ja, okay, ciao. Gott sei Dank hält Mama wenigstens zu mir. Ich meine, jetzt auszuziehen, ich hab gar keinen Bock drauf. Ich hab doch alles hier, was ich brauche. Am frühen Abend. Nesthocker Moritz hat seine Mutter komplett im Griff und nutzt die Gutmütigkeit der 45-Jährigen gnadenlos aus. Doch das kommt bei seinen Kumpels nicht gut an. Daniel, Junge! Was laberst du, Alter? Das kommt genau von deiner Richtung. Ja, hast noch ein paar Chips. Ja, Junge, bin sicher da. Kannst alleine essen, Junge. Gib mal ein Kerblech holen. Ich soll ein Kerblech holen? Ja. Alter, bist du doof? Was für ein Kerblech? Das macht meine Mutter. Ey. Chill einfach. Lass einfach liegen. Alter, was spielst du dich hier so auf? Ich spiel mich auf. Alter, du wohnst mit 26 noch zu Hause. Ey, versteht das nicht? Ich geb dir vollkommen recht. Alter, seid ihr jetzt alle gegen mich oder was? Wir sind nicht gegen dich, aber du musst dir langsam mal rausziehen. Jeder normale Mensch wäre schon längst draußen. Du tust dir so, als wenn du der King wärst. Aber ganz ehrlich, deine Eltern erlauben dir eigentlich gar nichts. Ey, guck mal, pass mal auf. Erstens, ja, warum soll ich ausziehen? Ich habe hier alles, was ich brauche. Meine Mutter macht mir jeden Tag Essen, mein Zimmer ist sauber, ich krieg Kohle, ich kann Party machen, wann ich will, ja. Ich habe das gechillteste Leben überhaupt, ey, ohne Scheiß. Ich will euch nicht zu nahe treten, Jungs, aber... Dann zeig uns doch mal. Ey, meiner Meinung nach seid ihr einfach nur neidisch. Moritz steht jetzt ganz schön doof da vor seinen Freunden und versucht, die Situation zu retten. Ich hoffe, dass die Botschaft seiner Freunde ankommt, dass er auf die hört und endlich sein Leben in die Hand nimmt und selbstständig wird und endlich auszieht. Preis mit so viel, weißt du, ich hab dies, ich hab das, ich hab so viel Geld. Ja, draußen sehen wir aber gar nichts davon. Ja, Mann, das ist es, Alter. Weiter draußen, das ist mir kein Grund. Immer müssen wir für dich ausgeben. Immer. Okay. Hier drin bist du ja, pass auf, vielleicht habt ihr ja so in einem oder anderen Punkt mal recht, auch wenn nicht wirklich, ja, ja. Aber pass auf, ich hab einfach eine geile Idee. Was denn jetzt schon wieder? Machen wir die übelste Abschlussparty, die jemals gewesen ist. Habt ihr Bock? Ich bin dabei. Habt ihr Bock? Ich bin dabei. Seid ihr dabei oder seid ihr dabei? Wir sind dabei. Dabei seid? Dabei, Digga. Dabei.